Ja, guten Morgen, Leute. Ja, ich habe gerade gepackt. Wie ihr seht, mega, mega, mega scheiß Wetter. Ja, Moped ist drin, Sprit ist drin, Klamotten sind drin. Ja, jetzt geht's nach Grevenbroich, die Rasten testen. Tino wird gleich ein bisschen durchdrehen, weil ich zu spät bin und der möchte gerne sein Bike filmen, bevor es dreckig gemacht wird, und der will aber auch gerne fahren. Deshalb muss ich mich jetzt beeilen. Wir sehen uns gleich, bis später. Leute, ich habe das Gefühl, ich fliege gleich mit dem Hänger hier weg. 3 Kilometer Ausfahrt Wuppertal-Düsseldorf raus. Ey, ich fliege hier gleich mit dem Hänger weg. Das ist so stürmisch. Ich muss immer, ja, kriegt man jetzt nicht mit, aber ich muss die ganze Zeit in meinen Lenker greifen, weil das die Karre in alle Richtungen fährt. Wir wollen jetzt gleich fahren gehen und es wird immer schlimmer vom Regen her. Also, ja, Tino, wir beide haben so eine Schraube locker, aber egal. Wir müssen die Rasten heute testen, weil nächste Woche, ja, fahren wir sowieso. Ha, alles klar. Ja, dann sehen wir uns gleich am Track. Ich muss mich hier kaputt lachen, ehrlich hier. Geht nicht anders. Später. Die Ausfahrt 92 Wuppertal Nord nehmen. So, wir sind jetzt gerade hier im kleinsten Raum, nämlich in der Tankbox in Grevenbroich. Draußen können wir nicht filmen, draußen geht gerade die Welt unter. Jetzt zeigen wir euch mal den Unterschied zwischen meiner Stahl. Das war eigentlich nur eine Sonderanfertigung für mich, weil ich wollte unbedingt eine Stahl haben. Und zwischen der Edelstahl-Rastenhalterung. Und der Tino erklärt dann jetzt mal eben kurz, was der Unterschied zwischen Stahl und Edelstahl ist. Ich switch mal rüber. Der Unterschied zwischen Stahl und Edelstahl ist auf jeden Fall die Gangbarkeit, ne? Dadurch, dass der Stahl auf jeden Fall nachher beschichtet oder lackiert werden muss, haben wir natürlich hier die beweglichen Teile. Das ist zwar hier jetzt ganz gut, aber wenn man jetzt das vergleicht mit Edelstahl, ne, ist natürlich hier schon viel geiler. Viel leichter, ne? Ja. Und wie bist du? Ich habe ja auch ein paar angemerkt, dass man eventuell Probleme in den Spurrillen bekommt. Klar, du kommst allgemein tiefer, aber die Fußrassen schnappen ja immer noch hoch, genauso wie es auf der Originalposition ist. Ne? Manche denken dann halt, die Rasten kommen so tief, dass du halt unterm Rahmen bist, aber bist du gar nicht. Du bist immer noch komplett oberhalb, also 2 cm sind nicht 20 cm. Ich zeige euch das mal. Ja, da kann man das gut sehen. Guck mal, ihr habt noch eine normale Rahmenfläche. Du kannst Probleme mit dem Schalthebel geben oder mit dem Bremshebel? Eigentlich nicht, ne? Die haben alle so viel Spiel, du kannst den Schalthebel so verstellen, du kannst den Fußhebel so verstellen. Ich habe jetzt mal meinen Fußhebel auf der Seite, habe ich sogar noch einen halben Zentimeter Platz. Das heißt, ich könnte auch noch mal 3 bis 3,5 Zentimeter tiefer. Und es würde immer noch funktionieren, ohne dass die Hinterradbremse schleift, ja? Und mit dem Schalthebel, ich meine, wenn man deinen Schalthebel sieht, du fährst sowieso schon sehr, sehr tief. Ich fahre lieber ein bisschen höher, damit ich keine Schwierigkeiten habe, mit meinem Stiefel da drunter zu kommen. Und da hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack, ne? Wie er sein Schalthebel fährt. Ja, und wie er halt steht auf dem Moped, ne? Genau, ob er mittig steht, ja. Füße unter dem Hebel hat. Genau, und den kann man ja verstellen, wie man möchte. Das macht überhaupt keine Probleme, ne? Ja. Dann teste ich jetzt mal meine Rasten das erste Mal unter den beschissensten Bedingungen hier in Grevenbroich. Ja, da werden wir jetzt mal ein paar Fahrzeuge gleich reinmachen. Ich werde mir erstmal ein bisschen eingrooven und dann geht's ab. Alles klar, bis gleich. Was ist los? Sprit ist alle. Erst heute Morgen mit dem Auto liegen geblieben und jetzt mit dem Moped. Und nur mit dem Moped liegen geblieben, weil der Sprit im Auto ist. Was für ein Scheiß. Aber wir haben ja gutes Wetter, das ist schon mal gut. So Leute, ich habe gerade eingepackt jetzt, weil Tino ist gar nicht gefahren heute, weil die Bedingungen waren, ihr habt ja gerade in den letzten Szenen gesehen, mega geisteskrank, es war nur Wind, du konntest mit der Brille, ich dachte, ey, die Zufälle heute waren zu krass, mein Auto war heute, ich bin auf dem Weg hin, kurz liegen geblieben mit Sprit, dann habe ich den Sprit von meinem Crosser in den Tiguan getankt, dann bin ich hier hingefahren und bin auf der Strecke noch mit leerem Tank liegen geblieben und ja, Katastrophentag heute, das einzig Positive und das Geilste heute war wirklich mit den 2 cm tiefer gelegten Rasten, weil das ist so ein Unterschied gewesen, geisteskrank. Aber Tino erklärt euch jetzt nochmal genau alles im Detail, wir haben auch nochmal ein paar
ausgebaute Stücke hier liegen und ja, checken das jetzt mal ab. Geht schon los? Ja, geht schon los. Ja, wir haben hier auf jeden Fall fertige Honda-Aufnahmen. Diese sind aus Edelstahl, das ist nicht jetzt so wie bei Wasser in Stahl, natürlich wesentlich hochwertiger. Und seht ihr ja auch an den Schweißnähten, guck mal hier. Alles, das ist so krass präzise gemacht alles. Und es ist auch wirklich, wenn ihr es einbaut, ne, dann merkt ihr erstmal, wie präzise alles ist. Ne? Weil es gibt wahrscheinlich welche unter euch, die sagen dann so, ja krass, wenn du hinter dem Moped stehst, wahrscheinlich die eine Raste so und die andere so. Nein, es ist alles komplett identisch. Selbst bei den angefertigten Distanzhülsen hier, die sind nicht alle 100% gleich. Deswegen ist wichtig, dass man die Bolzen und die Abstandshalter jeweils zur Aufnahme lässt, weil die sind alle zu 100% angefertigt. Die sind jetzt Millimeter unterschiedlich. Beim Schweißen ist natürlich nicht der Abstand hier immer der gleiche im Endeffekt. Dementsprechend muss man dann diese Bolzen anpassen, ja, dass die Raste null Spiel hat. Das kann ich euch an meinem Motorrad zeigen. Und zwar hat es absolut null Spiel. Ja. Also hier wackelt nichts. Ja. Nicht so wie 30, 40 Stunden alte Aufnahmen. Die Freundin darf nie drauf. Ja, klar, muss sich hier, hinter dem Container, hinterm Container verstecken. So, es gibt wohl auch andere Hersteller, auch in anderen Ländern, aber das ist alles unterschiedlich, was da gebaut wird. Und der Tino erzählt mal den Unterschied zwischen den anderen Herstellern und seiner Rastenlieferlegung. Großer Unterschied zu den anderen Herstellern ist halt, du musst bei den anderen Herstellern deine Aufnahmen und deine Rasten einschicken und die schweißen dir die um. Das heißt, wenn die Raste mal verschlissen ist, die Aufnahme verschlissen ist, dann musst du jedes Mal die Raste und die Aufnahme wieder einschicken zum Umschweißen. Und hier ist es so, du kannst hier jede beliebige Fußraste fahren. Manche mögen Raptor-Fußrasten, manche mögen Alu-Fußrasten oder viele fahren die originalen Fußrasten. Aber wenn diese mal verschlissen sind, Fußrasten sind nun mal ein Verschleißteil, mit der Zeit sind die Zacken nicht mehr da oder du bist gestürzt und die sind verbogen, dann brauchst du nur mal eine neue Raste. Und damit du die nicht umschweißen musst, kannst du die einfach hier montieren, ohne irgendwas anzupassen. Also passt alles so 1:1. Ja, also im Endeffekt kannst du, ja, so wie bei der originalen Halterung, kannst du halt alles tauschen, ne? Ganz genau. Du musst nichts nachträglich anpassen, du baust es so ein. Du bist 2 cm tiefer. Tieferer Schwerpunkt am Motorrad ist immer gut. Muss gar nicht irgendwie ein 1,85 Mann sein. Das kann auch ein kleinerer Mensch sein. Ja? Du merkst sofort, dass du das Motorrad viel besser bewegen kannst. Du kannst besser in die Kurven legen und so. Also, auch nachdem du heute gefahren bist, du kannst ja nur Positives berichten oder ist dir was Negatives aufgefallen? Ich kann auf jeden Fall nur Positives davon berichten. Wir konnten heute nicht so viel fahren, habt ihr gesehen, wegen dem Wetter. Aber ich habe mir extra heute mit Tino ein paar Sektionen rausgesucht, die mir mega gut lagen vorletzte Woche auf der Strecke, wo wir gefahren sind. Und ich muss echt sagen, das hat so einen krassen Unterschied gemacht. Allein dieses, ich kann jetzt wirklich mit durchgestreckten Beinen fahren. Also meine Beine sind normalerweise immer, also meine Knie waren immer normalerweise hier überhalb des Tankes. Jetzt bewege ich mich so auf der Sitzbank und Tankhöhe mit den Knien. Und gerade wenn du dich mal so, du musst ja, ja jeder kennt das, der einen Lehrgang gemacht hat, du musst die Beine ein bisschen nach innen drehen und dann knicken die automatisch und klemmen das Moped ein. Und das funktionierte bei mir nicht so gut, weil ich halt oberhalb des Tankes war mit den Knien. Und jetzt war ich genau auf der Höhe, dass ich das Bike einklemmen konnte. Und das hat mir in dieser Whoops-Action, die wir heute gefahren haben, in so einem Waschbrett, hat mir das so eine Stabilität gegeben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb, ich freue mich jetzt schon mega auf Hartboden, wenn ich da, weil auf Hartboden fühle ich mich noch wohler und wenn ich da diesen Unterschied dann richtig merke. Und ich glaube auch nicht, dass die Rasten Tieferlegung nur was für Leute ist, die groß sind. Ich glaube auch, die einfach an ihrem Fahrstil oder an irgendwas anderem arbeiten. Ich glaube sogar im Supermoto-Bereich kann ich mir das vorstellen durch den tiefen Schwerpunkt. Man muss es halt ausprobieren. Und der Tino sagte gerade noch, bei den Zweitaktern, weil viele machen sich Sorge, also hat noch keiner sich Sorgen gemacht. Bei den Kickstarter-Modellen. Erklär mal, was du meinst in den Zweitaktern. Ja, bevor die Fragen aufkommen, der Kickstarter oder die Fußraste ist ja quasi auch der Anschlag, das Ende vom Kickstarter. Ne? Du hast den Kickstarter-Anschlag an der Fußraste. Der ist ja jetzt ein bisschen versetzt, das heißt, du kickst quasi 2 cm tiefer. Das funktioniert aber trotzdem, da fliegt nichts auseinander, die Kickstarter-Welle oder so bricht nicht oder sonst irgendwas. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Also das funktioniert alles. Und aber auch mit dem Transportsystem, was der Master im Video vorher schon erwähnt hat,
funktioniert auch wunderbar. Braucht man sich keine Gedanken darüber machen, dass das nicht funktioniert, das Transportsystem. Das mit dem Transportsystem werde ich euch nämlich nochmal zeigen, weil ich werde das jetzt die Woche. Boah, ist das laut hier. Ich werde das die Woche über hier verbauen, das Transportsystem. Und dann werden wir auch mal meine Honda einspannen da drin. Und dann werdet ihr sehen, dass das auch kein Problem ist mit dem Transportsystem. Und ihr seht ja selber, wenn du sowas hörst wie mit dem Kickstarter und mit der Welle. Tino macht sich mehr Gedanken drüber als jeder andere über das Produkt, weil er möchte, dass keiner irgendwelche Probleme damit hat oder dass ein Folgeschaden durch irgendwas entstehen kann. Deshalb ist das Ding jetzt auch schon länger ausgereift. Ihr seht es ja auch an den Schweißarbeiten und alles. Es ist so mega präzise gemacht alles. Also für mich ist es auf jeden Fall eine mega Erleichterung gewesen, dass Tino jetzt sowas, sag ich mal, ja, gebaut hat, ne? Weil mir hat es mega viel gebracht jetzt durch meine Größe. Und ich glaube, dass wenn Leute, die noch größer sind, so im 2-Meter-Bereich, dass die wirklich dann durch die Kombination Lenkererhöhung, Rasten tiefer setzen, dass sie ein ganz anderes Fahrgefühl kriegen und sich auch viel sicherer fühlen. Also mit der Größe der Fahrer kommt natürlich auch darauf an, wie groß man ist. Ist man jetzt 1,82, kann man die auch nur einen Zentimeter tiefer setzen. Da sind wir ganz individuell. Ich lasse die anfertigen auf Kundenwunsch. Ja. Wenn einer sagt, ich möchte nur 1,5 cm tiefer, dann kriegt er sie 1,5 cm tiefer. Ich habe mich jetzt erstmal auf 2 cm festgelegt, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Höhe. Da kommt jeder mit klar, der halt ein bisschen größer ist. Angesprochen wurde auch, oder in einem Kommentar, dass die Fußrasten auch ein Stück weiter nach hinten kommen. Das ist richtig, das haben wir gut erkannt. Aber die Leute, die größer sind, haben natürlich auch längere Füße. Dementsprechend kommst du besser unter deinen Schalthebel und kannst besser die Fußbremse betätigen. Ja? Das ist ja kein negativer Punkt. Ne? Das ist kein negativer Punkt, dass die Fußraste auch ein Stück weiter nach hinten kommen. Und jetzt kommt nämlich meine größte Frage, weil ich habe nämlich gerade gesehen, ihr habt ja gerade auch gesehen, der Caroli ist hier am Start. Instincts going low, looking bad, like a bad with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Like my city had a mouth and it wouldn't shut up. On a hunt for a crown, when I get it, I'ma burn it. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway, I should have been. Deshalb haben wir auch aufgehört zu fahren gerade, weil wir wollen jetzt nicht, dass er sich nicht so gut fühlt. Nein, auf jeden Fall habe ich gesehen, bei KTM und Husqvarna sind die Rasten ja, du hast die Rastenhalterung direkt am Rahmen und Tino ist drauf und dran, das Problem jetzt auch zu lösen und ist jetzt gerade auch in der Produktion. Ne? Also jetzt probiert gerade aus, Rasten herzustellen, ne? Die halt tiefer sind. Ne? Genau, wir können halt bei KTM kann man die Aufnahmen nicht mal eben abschrauben und neu anfertigen. Da müssen sie den kompletten Rahmen ändern. Das ist ja natürlich nicht möglich und deswegen müssen wir gucken, dass wir für KTM Rasten anfertigen, die dann ein bisschen tiefer sind. Und das ist aber alles in Produktion, das geht alles in die Testphase und wenn das dann soweit ist, dann werdet ihr auf jeden Fall davon hören. Ich frage mich mal, für welche Hersteller das alles produziert wird. Ja, für welche Hersteller? Ja, genau. Ja, für welche Hersteller hast du denn bis jetzt schon eigentlich alle Rasten Tieferlegung gebaut? Ja, so ein paar sind jetzt hier für Honda fertig. Ne? Das ist CRF 250, 450 von, ich glaube, von 2014 bis 2020. Ja. Was uns auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, bei den Honda-Modellen gab es nämlich einen Unterschied. Ne? Ja, klar. Von den Aufnahmen her, von den Baujahren ist das ein bisschen unterschiedlich. Honda hat halt verschiedene. Von 2002 bis 2012 gibt es andere Aufnahmen als jetzt von 2014 bis 2020. Ja. Aber die habe ich beide in Produktion. Hier sind jetzt schon welche fertig. Für die neueren Baujahre. Kawasaki ist jetzt als nächstes in Produktion, nächste Woche fertig. Auch dann für die neueren Baujahre. Ältere Baujahre kommen dann aber auch. Suzuki. Und was auch ist, muss ich noch kurz reinwerfen. Viele werden dann wahrscheinlich sagen, Cover kannst du ja schon tiefer legen. Klar, kannst du eine Position tiefer machen, habe ich ja bei meiner Cover auch, aber nicht so tief, wie du damit runterkommst. Und denkt immer noch dran, er kann sie halt auch speziell für den Fahrer anfertigen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, noch tiefer gehen oder sagen, ihr kriegt nur Caroli am Baller. Oder ihr kriegt halt eine Raste, die nur 1 cm halt tiefer ist. Ne? Also das ist Kundenwunsch. Ja, genau. Also wir gehen auf die Kundenwünsche individuell ein. Wenn einer sagt, ich möchte nur 1 cm tiefer, dann baue ich das nur 1 cm tiefer. Das ist gar kein Problem. So Leute, dann machen wir jetzt hier Feierabend.
Aber wir sind alle klitschenass. Bis auf die Box, ja. 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 Deine Hose ist auch klitschenass, ne? Ja. Kannst du ausbringen. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt unten rein. Bis später. Ja, wollte gerade aufs Dixi-Klo gehen. Aber wird schwierig. Weil